Ja, Metal, Leute, der 24. Juli im Jahre 2015. You know, Facebook und Skype-Accounts wurden von Hatern gehackt. Aber danach hat der Rainer einfach ganz schnell einen neuen YouNow-Account erstellt. Dann 2018 zwei Copyright Strikes auf Reaction-Videos. Der YouTuber Excel95 setzte zwei Copyright Strikes auf Rainers Reaction-Videos vom 14.07.2018. Ein dritter hätte die Löschung von Rainers Kanal zufolge gehabt. Mensch, Excel! Tobias! Du hättest es schon im Jahre 2018 beenden können. Schade. Wirklich schade. Dann im Jahre 22 Pornoblock gelöscht. Am 17.07.22 verabschiedet sich der letzte verbleibende Gastautor Klaas von Rainers Blog. Bereits am 20.01.22 wurde der Blog für deutsche IPs gesperrt. Grund: Defamation. Am heutigen Tag löscht Rainer seinen Pornoblog und erklärt das Projekt P in einem kurzen Video für beendet. Dann wurde auch in diesem Jahr ein zweiter Steam-Account von Rainer gesichtet. Und der Kanal Drache Porno auf Blogspot ist offline. Der Kanal Drache Porno Blog auf Blogspot ist seit heute inaktiv. Der Kanal wurde am 3.5.22 erstellt. Ja, Metal auf, Leute.